Sportfight. Wir leben Wrestling. Brisante Pläne für Kevin Owens enthüllt. Eigentlich sollte KO nach seinem Comeback eines der Top-Babyfaces von SmackDown Live werden, doch aufgrund von Daniel Bryans unklarem Status musste die WWE agieren und turnte Owens heel. Eigentlich war Owens die Rolle des 0815-Mannes aus der Nachbarschaft zugeschrieben, der gerne Junkfood isst, Probleme wie jeder andere hat, doch auch austeilen kann, wenn es notwendig ist. Zudem gab man Owens den Stunner als Finishing-Move, der als Indikator für einen Top-Babyface gilt. Kane scheint wohl noch nicht endgültig vom Wrestling-Business zurückgetreten zu sein. In einem WWE-Interview gibt sich Kane mit dem Ausgang seines vermeintlich letzten Matches gegen DX nicht zufrieden und stellt eine Rückkehr in den Ring in Aussicht. Der NXT-Referee Tom Castor sorgte in einem Match zwischen dem Velveteen Dream und Tyler Breeze für Schlagzeilen. Während der Live-Show hat sich der Ref womöglich seinen Knöchel gebrochen, das Match aber bis zum Ende durchgezogen und dafür von allen Seiten Respekt und Anerkennung erhalten. Castor bedankte sich via Social Media für den Zuspruch. Auf mehreren Twitter-Kanälen sind Grafiken zum anstehenden Money in the Bank Pay-Per-View aufgetaucht. Laut den Grafiken stehen die Teilnehmer der Ladder-Matches bereits fest. So treten bei den Männern Drew McIntyre, Cesaro, Rey Mysterio, Ricochet, Aleister Black, Andrade und Lars Sullivan an. Das Frauenmatch bestreiten Tamina, Sasha Banks, Natalya, Naomi, Bayley, Carmella, Ember Moon und Sonya Deville. Ob es sich um ein Fake oder tatsächlich einen Leak handelt, bleibt abzuwarten. We'll be right back.